dass ihr dabei seid. Neue Folge Alles Öko, es kommt darauf an. Und heute sprechen wir über das Thema Buch- oder E-Book-Reader. Also, ja, man sollte erstmal lesen können. Ich bin ganz froh, dass ich es als Kevin geschafft habe, tatsächlich ein bisschen lesen zu können. Da ist es dann am Ende des Tages dann doch auch interessant, wo jetzt ökologisch gesehen der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen hier sein soll. Dafür habe ich den Experten da, Marco Rudolph. Er arbeitet am Institut für Industrial Ecology. Wir wollen mal über diese Pro und Contra sprechen. Buch, Contra, E-Book-Reader. Aber die wichtigste Frage ist ja, wenn doch eh gefühlt alle Bücher der Welt auf dieses eine Ding passen, wie kann das Buch dann noch die ökologischere Wahl sein? Naja, es kommt drauf an, was du mit dem E-Book-Reader anfängst. Also wenn ich da natürlich den kaufe und nur einmal ein Buch drauflade und das eine Buch lese und den danach in die Ecke werfe, dann ist das Buch natürlich erstmal die bessere Wahl. Aber was sind denn die Vor- und Nachteile jetzt mal vom E-Book-Reader? Ich würde mal bei den Nachteilen anfangen. So ein E-Book-Reader muss ja auch erstmal produziert werden. Und du erinnerst dich vielleicht an die Folge von den seltenen Erden, die wir mal gemacht hatten. Ja. Davon sind in so einem E-Book-Reader auch einige drin. Das heißt, ich habe hier ein Ressourcenthema. Ich brauche für diese seltenen Erden und auch für die anderen Inputs von diesem E-Book-Reader brauche ich Energie, Wasser und es entstehen natürlich Umweltschäden auch in dem Ressourcenbezug. Dann habe ich die Nutzungsphase, da muss ich natürlich auch Strom reinpacken, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so viel, vielleicht ähnlich wie so ein Smartphone oder sogar noch weniger. Es ist natürlich eine Frage, was passiert mit dem Ding, wenn du es am Ende nicht mehr nutzt. Es wäre dann wichtig, das ins Recycling zu geben. Da komme ich dann auch zu den Vorteilen von dem E-Book-Reader. Einmal, man kann natürlich, wenn man das recycelt, kann man davon noch was benutzen, aber es ist ganz klar auch, ich brauche nur einen E-Book-Reader, ich brauche weniger Platz, ich kann das Ding auf Reisen überall mitnehmen und wie du schon gesagt hast, ich habe ja die ganze Welt an Büchern eigentlich dabei, also schon sehr praktisch. Jetzt könnte man ja kurz denken, die ökologischere Sicht wäre tatsächlich, man nimmt das gedruckte Buch, so einfach ist es ja nicht, dafür machen wir diese Sendung ja, es kommt darauf an, wir haben uns nämlich in der Hochschulbibliothek getroffen, an der Hochschule in Pforzheim und haben da nochmal was ganz Interessantes festgestellt. So, Marco, jetzt immer in der Bibliothek an der Hochschule Pforzheim. Jetzt müssen wir ein bisschen leise sein, habe ich gehört. Also, steht hier überall, bitte Ruhe. Nicht zu laut. Wir sind nicht zu laut. Ich habe mich ja mal in meinem Bekanntenkreis umgehört, was jetzt gerade so am angesagtesten ist. Einige sind tatsächlich, dass sie ein Buch in der Hand haben möchten, aber wenigstens so Tauschregale und sowas alles nutzen. Andere sind voll für den E-Reader. Was sind denn zum Beispiel so die größten Sünden, Umweltsünden, die man beim Buch begehen kann? Naja, also man sieht es hier schon ziemlich schnell im Vergleich. Du hast dir jetzt hier mal deinen Schmöker rausgesucht. Was wiegt der so? Der wiegt 5 Kilo oder was? Nee, keine Ahnung, aber da könnte ich schon auch ein kleines Workout mitmachen. Da kommt auch die größte Sünde der Papierherstellung mit rein. Also du brauchst viel Energie, du brauchst viel Wasser. Und selbst wenn du das aus Recyclingpapier machen solltest, brauchst du auch viel Energie und Wasser. Brauchst du nicht mehr so viele Bäume. Aber es ist ein Ressourcenthema. Zu welcher Gruppe gehörst du? Lieber das Ding oder lieber der Schmöker? Tatsächlich beides so ein bisschen. Also seit einigen Jahren habe ich mich darauf eingestellt, auch viel digital zu lesen. Vor allem für die Arbeit. Mhm. Aber ich nehme auch gerne immer mal wieder so ein Buch in die Hand. Vor allem, wenn ich mir viel irgendwie auch mit so Post-its markiere oder gerade für die Arbeit auch. Aber dann meistens doch aus so einem Secondhand-Laden oder es gibt auch online viele Anbieter, die gebrauchte Bücher verkaufen. Ich habe vielleicht noch einen dritten Vorschlag, aber den hören wir uns jetzt wieder zurück im Studio an, weil da können wir wieder laut sein. Ja, und dieser, sag mal, dritte Weg, ich höre ja unheimlich gerne Hörbücher im Auto, aber ja, damit machen wir wahrscheinlich jetzt ein riesig neues Fass auf, oder? Ich glaube, damit machst du ein neues Fass auf, also Audiobook klingt schon mal nicht schlecht, müsste man sich aber auch nochmal genauer anschauen. Ja, ist ja vor allen Dingen, wenn man jetzt was Bestimmtes sucht, was ja in so einer Bibliothek dann ja auch der Fall ist, wenn man jetzt was lernen muss oder so, dann müsste man ja immer spulen, so, das ist ja jetzt dann vielleicht, aber da machen wir vielleicht wirklich mal nochmal eine neue Folge zu, würde ich mich freuen, wenn du dann nochmal zu mir kommst. Was ist denn jetzt unser Fazit am Ende? Was machen wir jetzt? Was ist jetzt wirklich sinnvoller? Also, was sinnvoller ist, das kann man so definitiv nicht sagen, es kommt auch da immer drauf an. Also, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, also ich kann ja das Buch mir kaufen, neu. Ich kann es natürlich auch gebraucht irgendwo holen, in der Bibliothek ausleihen
Und vielleicht auch, wenn ich es neu gekauft habe, kann ich es, nachdem ich es gelesen habe, wieder weitergeben. Genau, bei dem E-Book-Reader kommt es wirklich darauf an, wie oft verwende ich das Ding, wie lange verwende ich das Ding. Mhm. Und je länger und je häufiger, desto besser. Ich habe letztens eine Telefonzelle gesehen in so einem Dorf, die war umfunktioniert als kleine Bücherei. Konnte man sich einfach Bücher rausnehmen, aber auch welche reinlegen. Das sind dann gute Ansätze. Ja, das sind diese Konzepte der Bücherschränke. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ist auch nicht so viel Aufwand. Man findet auch spannende Sachen da. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Großer Applaus nochmal für Marco. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch da jetzt ein paar Informationen rausgezogen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge von Alles Öko. Es kommt darauf an. Vielen Dank.